Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimli und Endliche. Wir sind hier auf dem Weg zu den Graubärten und beim Quest der Weg der Stimme, sprich mit den Graubärten. Wir haben da jetzt die 7000 Stufen hinter uns gebracht, einen Bären und ein paar Trolle erledigt. Eine junge Dame kennengelernt und jetzt sind wir mal hier, ja? Zu viert unser Quartett. So, bevor wir hier noch irgendwas machen. Sieh an, ob ein Drachenblut erscheint, gerade jetzt am Wendepunkt des Zeitalters. Arngeir. Ich folgte eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Abgeschlossen, sprich mit den Graubärten, demonstriere deinen Schrei unerbittliche Macht. Schreit uns an und gebt uns eine Kostprobe eurer Stimme. Ja, zuerst schauen wir uns da um, ob es uns da hier überhaupt gefällt. Ja, alles aus Stein und ja, massiv. Und keine Angst, euer Schrei wird uns nicht verletzen. 1, 2, 3, also wir könnten euch, glaube ich, nicht aufmischen. Drum lassen wir das auch. Wir haben da jetzt Kräfte, Kampfschrei. Oh, oh, wo ist denn das? Schrei, da. Unerbittliche Macht haben wir ja schon in der Shortcast. Wo ist denn das? Genau da. Also, wen schrei ich an? Dich schrei ich an? Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeir. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ja, ihr habt uns ja gerufen. Ja, puh. Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich folge eurem Ruf, Meister. Ah. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Und was ist denn genau jetzt mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Nun gut, beginnen wir mal. Na, wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Hey, das klingt ja extrem cool. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Puh, ja gut, also mittlerweile habe ich keine Fragen mehr. Ich bin bereit. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ja, da kann ich dich... Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Aha. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht.
Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Ro. Okay. Also gut, um jetzt angemessen bekleidet zu sein, denke ich mal, da tut's eine Drachenrüstung. Ja, als Drachenblut und mit der Stimme. Dann müssen wir jetzt einmal dahin. Du bist Meister Einrad, ja, Einart, die haben wir. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem. Wow. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Nun gut, kleine Pause. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja, Moment. Ich höre dich, ey. Schreie unerbittliche Macht. Wir haben da schon beide. Das müssen wir gar nicht mehr zuweisen. Okay. Okay. Das dauert ja. Also wir haben die Kette nicht dabei. Ja, komm her. War's das? Ja? Wir haben nur Fußroh. Fußroh. Und? Na komm her, Schatz. Fußroh! Entschuldigung, Heiler. Nur gut. Der ist nicht zufrieden mit uns. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja, noch einmal. Ja, wie oft müssen wir das jetzt machen? Der ist nicht zufrieden mit uns, scheint so. Wo bist denn du? Aber müssen wir denn genau treffen? Ich weiß es nicht genau. Ich werde einmal in die First Person gehen. Vielleicht müssen wir da gehen. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja, okay. Da bist du und genau getroffen. Aella, geh weg da, Schatzi. Wo bist denn du? Komm her. Einmal probier es noch und dann werden wir da kurz einen Schnitt machen und schauen, ob der Junge dann endlich mal zufrieden ist mit uns. Da bist du. So, das müsste doch wohl mal reichen. Die anderen sprechen nicht. Ja. Greift die
Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Okay, Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt, ja, weil... So, Leute, es funktioniert jetzt. Man muss, glaube ich, in Angriffsposition sein. Ich war zwischendurch auch mal kurz daheim, habe mir das Amulett von Talos wieder geholt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir jetzt kurz mal abgespeichert haben. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Lerne das Wort der Macht von Bori. Bori ist da mit dem Marker gekennzeichnet. Du bist das Einrad, du bist der Geier und der Wolf, ja, und der Bori. Okay. Wir holen uns da gleich einmal jetzt unsere Aelretour. Gehen wir? Ja, folgt uns. Geht voran. Gut, also, wie gesagt, ich habe jetzt das Amulett von Talos ausgerüstet habe mich in Kampfposition begeben, also nicht einfach so drauf losgeschrieben. Versteht ihr? Zwei Möglichkeiten. Entweder macht es das Amulett oder eben die Kampfhaltung. So, ja. So. Aber was auch immer. Wir machen hier einen Schnitt. Ja, wir haben ja schon des Öfteren überzogen. Und wir machen hier noch kurz, ja, ein wenig Licht, nehme ich an. Veränderung ist das, ja, Kerzenschein. Komm her. Da kann auch nicht viel passieren, ja. Und Aela und Tosita, die zwei. Und euer Toso verabschieden sich jetzt mit einem kurzen Rundumblick. Wir werden das nächste Mal einen neuen Schrei lernen, aber ich bin mir nicht sicher, welcher das sein wird. Okidoki, Leute, hab's geschafft, wie auch immer, und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.